Ja, ich mache jetzt mehr oder weniger eine Gemüse-Lasagne. Ich habe noch nie eine Lasagne gemacht. Die wird eine Bolognese-Soße und Käsesoße enthalten und alles Low-Fat. Hier das Gemüse. Es kann sein, dass ich noch mehr davon brauche. Lauch haben wir einmal. Zwiebeln. Kann sein, dass ich noch eine Zwiebel brauche. Eine Zitrone brauche ich wahrscheinlich noch eine halbe. Zusätzlich. Ach, da habe ich noch eine. Bei den Kartoffeln. Ein bisschen Aubergine, Zucchini, da habe ich vorhin ein schlechtes Stück rausgeschnitten. Deswegen ist die jetzt halbiert. Das wird am Gemüse schon reichen, weil ich jetzt keine Lust hatte auf Brokkoli. Eher so auf das Fruchtgemüse. Beziehungsweise noch ein paar Champignons rein. Dann, weil ich halt keine Lasagneplatten habe, werde ich jetzt einfach normale. Weiße Weizennudeln, noch nicht mal Bio, probieren. Ich muss mal kurz hier in die Pfanne greifen. Ja, und die Kartoffeln brauchen wir für die Low-Fat-Cheese-Soße. Ich habe leider keine Hefeflocken, deswegen werde ich da ein bisschen improvisieren. Gucken wir mal. Und da ist auch noch die andere Zitrone, die hat sich versteckt. Und hier habe ich noch Hafer, den habe ich eingeweicht, den wollte ich eigentlich sprießen lassen und daraus ein Rohbrot, daraus ein Rohbrot machen. Aber den habe ich wohl zu lange eingeweicht, deswegen keimt er jetzt nicht. Deswegen werde ich den einfach verwenden. Dann mache ich eine Hafermilch draus und die werde ich dann eindicken mit ein paar Gewürzen und den Kartoffeln. Und das wird dann halt diese Käsesoße ergeben. Und den Trister, den benutze ich dann auch noch. Sozusagen als Haferkleie, um mit zusammen mit Karotten und Flohsamenschalen mal ein Kleiebrot zu machen, was dann auch stärkearm ist. Und für ganz oben drauf wird es dann so ein paar Brösel geben. Nicht dieses ganze Brot hier, sondern einfach nur so ein paar Brösel oben drauf. Ich drehe mal um. So, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen geschnibbelt und vorbereitet habe. Quatsch, ich muss noch hier die Gewürze vorstellen. Ja, Tomatenmark, was wenig Salz hat. 0,4 Gramm auf 100 Gramm. Wir werden ungefähr 10 Gramm brauchen oder so. Muss hier kurz mit der Pfanne gucken. Ich will einfach nur mal ausprobieren, wie geröstete, geschälte rote Linsen schmecken. Tue die dann gleich noch in Wasser rein, damit die halt Wasser saugen. Aber ich röste die halt, um ein bisschen Stärke zu dextrinieren, einfach aus Spaß. Und ich glaube, den, das ist richtig Fleisch gerade irgendwie. Das ist eigentlich ganz cool, so diese Röstaromen. Und da ich halt keine Hefeflocken habe, werde ich auch den Hafer vorher rösten, um die Stärke zu dextrinieren und halt diese Röstaromen mitzunehmen. Vielleicht hat das dann noch einen guten Effekt. Die Zitrone kommt da auch rein, das soll dann auch noch von der Konsistenz besser werden. Die ist irgendwie magisch, keine Ahnung. Zwiebel kommt auch in die Käsesoße, Knoblauch, hab gerade keinen frischen. Kurkuma, auch wegen der Farbe. Senf, ich will jetzt süßen Senf, weil der andere mir einfach zu salzhaltig ist. Und sonst habe ich halt noch Pfeffer, Majoran, Thymian, nee Quatsch, Majoran, Bärlauch. Basilikum und Paprika, einfach für die ja, allgemein, auch für die Tomatensoße oder Bolognese-Soße. Ich habe gerade keine Paprika da. Und da muss ich nur noch die Flohsamenschalen holen. Alles klar, bis gleich. So, hier habe ich den Hafer schon mal grob gemahlen. Der wurde jetzt geröstet erstmal. Und es riecht schon sehr, 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 sehr aromatisch, nussig, mehlig, ein bisschen wie Kaffee durch das Rösten. War hammer aromatisch. Das ist auch in Demeter-Qualität oder Bioland. Und daraus werde ich jetzt mal eine Milch machen. Und das werde ich dann auch gleich zeigen. Also ich sag euch, der Hafer, der riecht so gut. Der riecht wie ein perfekter Pizzateig. So wie Pizzateig eigentlich immer riechen sollte. Aber der Weizen hat eigentlich nicht einfach nicht hinkriegt. Aber der geröstete Hafer kann ich nur empfehlen. Also ich habe jetzt hier noch Kokosflocken hinzugegeben. Das habe ich auch im Internet so gesehen. Ich mache jetzt erstmal nach Gefühl halt vom Wasser her.
Und dann werde ich das einfach durch ein Sieb geben. Nussmilchbeutel habe ich nicht, kann ich also nicht noch feiner machen, ist aber auch nicht wichtig. Werde ich dann einfach gleich sieben achten. Ich pulse mal, obwohl 1 Minute habe ich gehört. Alter, ist das krass, diese Käsesoße. Das riecht wirklich richtig wie Käse. Also ich habe jetzt drin Kartoffeln ein bisschen, Mengenangaben weiß ich nicht. Also Kartoffeln, Zitronensaft, Zwiebeln, Kurkuma, Zitrone hatte ich gesagt, ne? Knoblauch, süßen Senf. Was habe ich denn jetzt noch? So ein bisschen Paprikapulver scharf. Ein bisschen Chili. Und ansonsten müsste es das schon gewesen sein. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Da hatte ich vorhin noch was geschnitten. Tomate habe ich nicht drin. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen. Auf jeden Fall riecht das richtig wie Käsesoße. Und das werde ich jetzt noch eindicken, indem ich es koche. Und hier drüben habe ich schon mal angefangen zu schichten. Als erstes habe ich Tomatensoße drin. Wie ich die jetzt gemacht habe, ist eigentlich egal. Es ist einfach irgendwelche italienische Kräuter, Tomaten, Tomatenmark, Zwiebeln, Knoblauch, irgendwas halt. Ein bisschen Lauch, dann schon mal so ein bisschen Kartoffeln. Zucchini habe ich drin. Aubergine. Und Champignons noch. Und halt Tomate. Für die Konsistenz auch und fürs Aussehen. Und dann werde ich da jetzt einfach mal Nudeln drüber tun, weil ich halt keine Lasagneplatten habe. Ja, ich werde mal versuchen, ob ich die irgendwie rösten kann vorher oder ansonsten weiche ich die einfach ein und tue die eingeweicht drüber, damit das besser durchzieht alles. Beziehungsweise halt die Feuchtigkeit gleichmäßiger ist. Und danach werde ich dann direkt die erste Käseschicht drüber machen. Bis gleich. Müsst mal schauen, wie dick und zäh diese Käsesoße jetzt ist. Anstelle von Stärke habe ich jetzt Flohsamenschalen reingegeben und noch ein bisschen normalen Senf. Also das war ein Flop mit dem süßen Senf. Wird sehr, sehr dickflüssig durch die Flohsamenschalen. Erste Käseschicht ist drauf und jetzt die gerösteten Nudeln, aber ich werde wieder ein paar runternehmen, weil so viel, ich will eigentlich mehr Gemüse haben insgesamt. Alles rot. Endlich fertig, also es dauert mir deutlich zu lange, als dass ich das nochmal machen würde. Bestimmt eine Stunde gedauert jetzt. Das ist jetzt fertig, diese ganze Form. Ich werde die wahrscheinlich nicht aufessen. Hatte ich nicht erwartet, obwohl das meistens halt Gemüse, da sind halt nur so ein paar Stangen drin. Ansonsten ist halt Soße und Gemüse nur. Und jetzt will ich das 20 Minuten lang backen und gucken, was dabei rauskommt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe noch ein bisschen Kokosflocken und diese Semmelbrösel drüber gestreut. Und jetzt mal probieren.